3D-Brillen und Game-Controller. Die Zukunft ist in den Klassenzimmern angekommen. Mit dem Evonik Cyber Classroom können zum Beispiel chemische Reaktionen und komplexe Lerninhalte anschaulich dargestellt werden. Eine große Hilfe, besonders für die Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer. An der Tafel oder in gedruckten Medien hat man da immer Schwierigkeiten, Abläufe, die eben dreidimensional sind, auch den Schülern wirklich begreifbar zu machen. Hier können sie das dann wirklich erfahren. Mitmachen statt nur zuschauen. Wie bei einem Computerspiel können die Schüler den Schulstoff nun interaktiv an den Hightech-Stationen lernen. Es ist auch einfacher, wenn man sich selbst die Sachen ein bisschen erarbeiten kann und eben an der Seite immer eine Erklärung dazu hat, dass man auch selbst merkt, ja, so entwickelt sich das und so ist das aufgebaut. Und wenn man das von vorne erklärt bekommt, hört man manchmal vielleicht nicht so genau zu und so ist es halt direkter. Und man kann auch gleich eben das Bild dazu sehen. Seit Jahren schon wird diese sogenannte Virtual Reality in der Industrie angewendet. Professorin Jewka Ovtcharova von der Universität Karlsruhe ist Expertin auf diesem Gebiet. Die Vorteile sind in erster Linie Komplexität begreifbar machen. Das heißt, ein Kernfusionsreaktor oder einfach ein Fahrzeug, ein Flugzeug und ein Schiff in der ganzen Komplexität, die dieses Produkt hat, zu begreifen. Man kann einfach sich das Gesamtprodukt anschauen, man kann in das Produkt, das virtuelle Produkt spazieren gehen, man kann sich alle Details von innen anschauen. Dass dies auch für den Schulunterricht von Nutzen sein kann, entdeckte die Stuttgarter Softwarefirma Visenso und entwickelte den Cyber Classroom. In der Pilotphase kommt er nun vor allem im Chemieunterricht zum Einsatz. Unterstützt vom Spezialchemieunternehmen Evonik Industries. Uns geht es natürlich um die Grundidee, dass wir den Unterricht als solchen unterstützen. Wir fangen dort nicht erst an den Universitäten an, sondern wir haben gelernt, dass man sehr früh mit jungen Menschen arbeiten muss. Wir gehen teilweise in die Kindergärten, an Grundschulen, Realschulen, Gymnasien. Wir unterstützen natürlich auch weiterhin die Universitäten. Aber man muss das sehr breit machen. Und wir bringen uns ein, nicht nur mit den klassischen Möglichkeiten, die man hat, materielle Schulen und Bildungsinstitute zu unterstützen, sondern auch mit neuer Technologie. Gerade in den Naturwissenschaften nimmt der Nachwuchs an Fachkräften stetig ab. Daher ist es besonders wichtig, hier durch innovative Wissensvermittlung die Lust am Lernen neu zu wecken. Denn Letzteres bleibt dem Schüler auch in Zukunft nicht erspart. Wir können halt ein Buffet an Essen quasi anbieten, aber essen müssen die Schüler selber. Das heißt, das Medium ersetzt das Lernen nicht. Es bietet einfach einen zusätzlichen Zugang und hilft einfach Schülern, die vielleicht Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen, manche Sachen besser zu begreifen. Chemie als 3D-Erlebnis. Nach einer ersten Pilotphase werden nun 4 weitere Schulen den Lernerfolg des Evonik Cyber Classrooms testen und eigene, neue Chemiethemen mit Unterstützung von Evonik entwickeln. Evonik. Kraft für Neues.